Bist du ein Katzenmagnet? Sind alle deine Freunde deshalb neidisch auf dich? Katzen könnten sich einfach zu dir hingezogen fühlen, selbst wenn du nicht der Halter bist. Was ist also das Geheimnis dahinter? Nun, lasst es uns schnell aufschlüsseln, denn ehrlich gesagt ist es sehr einfach. Nummer 1. Du riechst gut. Wie riechst du? Riechst du nach Essen? Hast du gerade einen Cheeseburger gegessen, bevor die Katze dich gefunden hat? Könnte es etwas damit zu tun haben? Gibt es etwas an deinem Geruch, was auch immer es ist, das Katzen sich wohlfühlen lässt? Manche Katzen mögen wahrscheinlich einfach deinen Geruch. Und Nummer 2. Körpersprache und Persönlichkeit. Die sind doch auch wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie du gehst, wie du sprichst, wie du deine Hände bewegst oder nicht bewegst. Manche Katzen fühlen sich schon durch die einfachsten Dinge eingeschüchtert. Die Art, wie du dich bewegst, die Art, wie du dich verhältst. Bist du laut oder bist du leise? Wenn es um natürliche Anziehungskraft geht, sind Katzen manchmal wie bei der Partnersuche eher an Leuten interessiert, die am wenigsten tun. Katzen, die wenig Theater mögen, sind in der Regel keine Fans von energiegeladenen Menschen, die ein Gefühl von Misstrauen und Angst ausstrahlen. Kurze Frage: Versucht jemand bei dir zu Hause immer die Familienkatze auf den Arm zu nehmen? Alles in dem Bemühen, die Aufmerksamkeit und Zuneigung der Katze zu bekommen? Ist es immer wieder fehlgeschlagen? Hier ist eine weitere Frage. Fühlt sich dieselbe Katze im selben Haus zu jemand anderem hingezogen, die sich einfach nicht wirklich kümmert? Wenn die Antwort ja lautet, dann stimmt das. Manchmal ist weniger in der Tat mehr. Wenn du nicht bedrohlich wirkst, ist das in den Augen der Katze natürlich eine gute Sache. Denn das ist es, wonach Katzen suchen. Wenn du ruhig und gelassen bist, einen angenehmen Geruch und eine entspannte Körpersprache hast, kannst du in kürzester Zeit ein Katzenmagnet werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.